Tatsache jedoch war, dass weniger als 100 Bolschewisten das Winterpalais angegriffen hatten und nur 5 Menschen starben dabei. Lenin hatte mit einem nur wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehenden Staatsstreich begonnen. Doch die Dinge sollten nicht so bleiben. Die Bolschewisten griffen die verbliebenen, loyal zum Zar stehenden Armeeeinheiten an. Ein furchtbarer Bürgerkrieg begann, der 3 Jahre dauern sollte. Die Bolschewisten schufen die Rote Armee, um diesen Krieg zu führen. Lenins rechte Hand, Leo Trotzki, wurde ihr Kommandeur. Die Einheiten der Roten Armee und die von Lenin aufgebaute Geheimpolizei Tscheka hatten keinerlei Bedenken, brutalste Methoden bei der Verfolgung von Monarchisten und anderen antikommunistischen Gruppen anzuwenden. Zar Nikolaus II., seine Frau, die Zarin, und ihre 5 Kinder wurden auf Befehl Lenins in Jekaterinburg erschossen. Städte, die sich weigerten, das bolschewistische Regime zu unterstützen, wurden ausradiert. In Telegrammen an seine Milizen befahl Lenin, dass jeder, der dem kommunistischen Regime Widerstand leistete, erschossen werden sollte. Die Bolschewisten verhafteten zehntausende Menschen unter der Anklage des Widerstands gegen das Regime. Die meisten von ihnen wurden gefoltert und sie wurden in Massen exekutiert. Der russische Schriftsteller Maxim Gorki beschreibt bolschewistische Grausamkeiten. In der Provinz Tambow wurden Menschen mit der linken Hand und dem linken Fuß 1 Meter über dem Boden an Bäume genagelt, wobei die Bolschewisten Nägel von Eisenbahnschwellen benutzten. Anschließend weideten sie sich an den Qualen der absichtlich so seltsam Gekreuzigten. Oder sie schnitten einem Gefangenen den Bauch auf, holten ein kleines Stück Darm hervor und nagelten es an einen Baum oder an einen Telefonmast. Dann trieben sie den Mann mit Schlägen um den Baum herum und sahen zu, wie sich seine Gedärme dabei aufwickelt. Sie zogen einen Offizier nackt aus und schnitten ihm die Haut in Form von Hosenträgern von den Schultern. Eine schreckliche Angst ging um in Russland. Doch die kommunistischen Grausamkeiten hatten gerade erst angefangen. Als die Bolschewisten an die Macht kamen, lebte der größte Teil der russischen Bevölkerung in Dörfern. Ihr Lebensstandard war armselig. Die meisten Bauern konnten mit dem, was sie produzierten, soeben nur ihre Familien ernähren. Die eiskalten russischen Winter machten eine wirklich produktive Landwirtschaft unmöglich. Eine Entscheidung Lenins von 1918 stürzte Millionen Bauern, die ohnehin schon in erschreckender Armut lebten, in noch schlimmeres Elend. Das Privateigentum wurde verboten und die armselige Habe der Bauern wurde vom Staat eingezogen. Diese Politik der Enteignung wurde von einem anderen Vertrauten Lenins ausgeführt, von Felix Dzerzhinsky, dem Chef der Tscheka, der bekannt war für seine Grausamkeit. Tschekisten nahmen in allen russischen Dörfern den Bauern mit vorgehaltener Waffe das Vieh und die eingefahrene Ernte weg. Eine Quotenregelung wurde eingeführt, die festlegte, welchen Anteil jeder Bauer und welchen Anteil der Staat bekommen sollte. Um die Quote zu erfüllen, mussten die meisten Bauern alles, was sie hatten, aufgeben. Bauern, die protestierten, wurden mit brutalsten Methoden zum Schweigen gebracht.
So schrieb ein Inspekteur, der die Region Omsk besucht hatte: Der Missbrauch ihrer Stellung hat bei den Konfiszierungskommandos inzwischen unglaubliche Ausmaße angenommen. Die verhafteten Bauern werden systematisch in ungeheizte Scheunen gesperrt, ausgepeitscht und mit Exekution bedroht. Die, die ihre Quote nicht vollständig erfüllt haben, werden nackt und gefesselt die Hauptstraße des Dorfes hinuntergetrieben und anschließend in einer anderen ungeheizten Scheune eingeschlossen. Lenin war außer sich vor Wut, als er erkannte, dass die für die einzelnen Dörfer festgesetzten Quoten nicht erreicht werden würden. 1920 verhängte er eine furchtbare Strafe über die Regionen, die sich den Konfiszierungen widersetzt hatten. Den Bauern wurde nicht nur ihre Ernte, sondern auch alles Saatgut weggenommen. Die Konfiszierung des Saatguts bedeutete, dass sie keine weitere Ernte mehr produzieren konnten. Mit anderen Worten, sie würden nichts zu essen haben. Die Hungersnot begann. 29 Millionen Menschen in Russland rangen 1921 und 1922 mit dem Hungertod. 5 Millionen starben qualvoll. Lenin sah es mit Vergnügen. Aus seiner Sicht war die Hungersnot äußerst nützlich. Er rechnete damit, dass sie den Glauben der Menschen an die Religion und an Gott zerstören helfen würde und dass sie die Menschen dazu bringen würde, sich dem Kommunismus zu beugen. Im Schwarzbuch des Kommunismus, das die ganze Welt schockierte, wird Lenins teuflische Idee so dargestellt. Wie sich einer seiner Freunde später erinnerte, hatte Wladimir Iljitsch Uljanow die Dreistigkeit, öffentlich zu äußern, dass die Hungersnot zu zahlreichen positiven Resultaten führen werde. Die Hungersnot, so erklärte er, werde das nächste Stadium schneller herbeiführen und den Sozialismus vorantreiben. Das Stadium, das dem Kapitalismus notwendigerweise folgen müsse. Die Hungersnot werde außerdem nicht nur den Glauben an den Zar zerstören, sondern auch den Glauben an Gott. Am 19. März 1922 schrieb Lenin Folgendes an das Politbüro. Die momentane Situation ist günstig für uns. Die Verhungernden, die jetzt beginnen, sich gegenseitig aufzufressen, zu Millionen dahinsterben und deren Leichen überall im Land herumliegen, versetzen uns in die Lage, jetzt und nur jetzt alles Kircheneigentum beschlagnahmen zu können. Und dafür müssen wir alle uns verbliebene Energie unbarmherzig nutzen. Unsere einzige Hoffnung ist die durch den Hunger hervorgerufene Verzweiflung, die uns den Massen in einem vorteilhaften oder zumindest indifferenten Licht erscheinen lassen wird. Solche Dokumente in den sowjetischen Archiven haben enthüllt, dass Lenin diese entsetzliche Hungersnot, die 5 Millionen Opfer forderte, absichtlich über das Land gebracht hat. Zu demselben Schluss kommt der Historiker Richard Pipes, der jahrelang in den Archiven